Willkommen zurück bei Borderlands The Pre-Sequel zusammen mit Casino. Und zusammen mit Neptune. Genau, wir haben letztes Mal Professor Nakayama befreit, leider, der eine Jack-KI erschaffen hat, die da hinten rumwatschelt, ein bisschen klein, aber sonst. Und dieses Mal müssen wir uns darum kümmern, noch mehr für Nakayama zu machen, weil wir es können. Und zwar sollen wir, hier ist noch ein Mondstein und Geld. Und zwar sollen wir irgendeinem Claptrap Farbe geben, damit er irgendetwas Tolles für Jack an irgendeine Wand malt. Ach, hier ging's raus, genau. Scheinbar müssen wir das sogar in Jacks Büro machen. Okay. Naja. Ja, ich Das komme ist gleich. aber ganz gut, wenn wir in Jacks Büro gehen, weil wir ja noch richtig viele Quests abgeben müssen. Ja. Voll vergessen. In Obwohl, der ne. Claptrap-Wartungsstation findest du bestimmt Farbe. Müssen gar nicht in Jacks Büro. Müssen hier hin. Farbdose. Gelbe Farbe, die Farbe der Inspiration. Nun gib die Farbe einem Claptrap und bitte ihn, meiner Bewunderung bildlichen Ausdruck zu verleihen. Als Hommage an den Mann, der mich hergebracht hat. Gelb ist seine Lieblingsfarbe und der erste Eindruck zählt. Wenn also alles gelb ist, wird er mich lieben. Oh Gott. Wie kann man nur auf Jack stehen? Weiß es nicht. Okay, jetzt müssen wir in Jacks Büro. Dann können wir eben noch, wenn wir schon mal hier sind, die komischen Reinigungsbots abgeben, die wir immer noch dabei haben für die Genau. Reinigungsapokalypse. Unterstütze R0513 bei ihrem Feldzug gegen den Dreck. Keine noch so große Dosis Desinfektionsmittel kann eine Seele reinigen, die von den Gräueln des Kriegs verschmutzt ist. Danke sehr. Das Putzageddon beginnt. Die Bazillen werden geläutert durch Feuer und Seife. Keine wird verschont. Sogar die Roboter hier sind durchgedreht. So, finde die Arbeiter. Claptrap-Einheit. Würde ich mal sagen, auf in Jacks Büro, ne? Ecky. Jack. Hey, Captain Jack. Voll. Ejo, Captain Jack. Okay, wir müssen irgendeine Claptrap-Einheit Finde finden. einen Claptrap in der Nähe von Jacks Büro. Wenn der Roboter das Gemälde fertig hat, läuft Jack jeden Tag das daran Gelände vorbei. markieren? Zieh dir diese Trottel an! Verplemper dir digitales Dasein an einem Ich hab Computer! ihn. Ich danke dem allmächtigen Roboterpolizisten, dass ich nicht auch so ein blöder Bürohengst bin. Hier. Der hier hat nichts zu tun. Er kann mein Meisterwerk erschaffen. Ja, hier, nimm die Farbdose. Hallo. Nakayama möchte, dass du etwas malst, das deutlich macht, wie gern er Jack hat. Ich wollte tanzen! Egal, hier. Mal etwas. Es wird bestimmt hässlich. Ah. Wer hätte gedacht, dass ich genauso gut male, wie ich tanze? Verdammt, was malt der Claptrap da? Sieht aus wie ein Skag, der es mit einem Getränkeautomaten treibt. Aber schöne Farbe. Ich lasse das später entfernen. Och, er versteht das einfach nicht. Schicken wir ihm ein paar Blümchen. Pflück ein paar von denen, die ich in der ganzen Station gepflanzt habe. Oh Mann, nimm die Blumen. Ja, egal. Wir können aber trotzdem, wenn wir hier sind, die Quests abgeben. Drei Stück. Enter-Kommando. Sammle Echo-Log-Dateien. Ach, das waren die Geschichte, wie Jack uns rekrutiert hat. Den Teil, wo ich gefragt habe, ob Nisha noch zu haben ist, habt ihr nicht gehört, oder? Nee, haben wir nicht. Wollen Hals sparen. Genau, heißt Sporn. Keine Bange, ich bin cool. Das war der komische Hater. Und eine erfüllende Arbeit ist ein sehr wichtiges Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Gib niemals auf. Ich bin dermaßen Okay, das gab nur Erfahrung und Steine. Was heißt nur? Versuch ist ja gut. Wir müssen irgendwann auch nochmal zurück. Ich meine, wie viele Mondsteine haben wir jetzt? Ich habe 72. Müssen wir mal irgendwann ausgeben. So, bei Jack kriegen wir, geht die Hauptquest weiter. Dann würde ich sagen, pflücken wir jetzt erstmal noch ein paar Blümchen, oder? Yep. Sag's mit Luck, genau. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von Vielen dir. dir. Hopp.
Der Laser schießt wieder. Ich glaube, lange haben wir nicht mehr Zeit. Eigentlich haben wir gar keine Zeit für Nebenmissionen. Aber Wayne... Wayne interessiert das, ne? Richtig. Oh, hier sind schon wieder... irgendwelche komischen Gegner. Da. Way after way. Hi. Hab mich schon mal um die Gegner gekümmert. Ich glaube, wir dürfen jetzt auch wieder ein ganzes Stück weit laufen. Obwohl, nee, geht sogar. Warum hast du deine Roboter entfesselt? War Missklick. Ah, ich kann die ja zurück. Ah, nee, jetzt. Wir können die hier gebrauchen gerade. Ah, egal. Ich hab, wenn man die instant zurückruft, geht die Ablenkzeit auch wieder runter. Ah, das ist cool. Ah, ich schaff das. Schaffst du's? Okay. Ah, helf mal immer. Obwohl, jetzt, rein, nee, jetzt krieg ich den. Ah, ich war gerade da. Ja, es war so, der Laser ist immer so unberechenbar. Ja, die rennen immer ganz gerne weg. Ja. Meine Augen! Alter, sind das viele hier. Hier, viel Spaß mit der Granate. Boah, Alter, wie viele die... Diese Granate ist so geil! Das ist die totale Massenvernichtungswaffe. Bomben. Zufallstreffer. Okay. Zufallstreffer am Arsch. Hier, noch eine Granate. Das Recht ist auf eurer Seite, seit wann? So. Ich muss sagen, mittlerweile komme ich ziemlich gut klar mit dem, mit der Laserwaffe plus Nahkampfangriffe. Das funktioniert ja, so, ziemlich gut. Ist zwar deutlich hastiger als mit Sniper zu spielen, aber man tötet auch sehr viel. Ach, hier ist wieder der eingefrorene Typ. Sehr viel Backtracking im Moment. Aua, aua, aua. Aua. Oh, hier liegt noch ein Mondstein. Mondsteine sind immer gut. Blumen. Die sehen ja schön aus, riechen aber etwas nach Erbrochenem. Diese Blumen habe ich selbst gepflanzt. Blutorchideen. Sie symbolisieren den Tod und die Dauerhaftigkeit. Und Zungenküsse. Ja. Jawohl. Wir haben alle Blumen, die wir brauchen. Stellen Sie einfach vor Jacks Büro. Warum, wenn ich hätte gerne, dass du die Blumen da hinstellst. Ich möchte nicht, dass er denkt, ich will etwas von ihm. Muss das sein? Ja, komm. Okay, warte. Ich komme noch nicht durch. Du schaffst das, ich glaube an dich. Hier, meine Granate zeigt dir den Weg. Ah, bum. Von hier. So, hier. Du hast irgendeinen Gegner mitgebracht. Corporal Bob. The fuck? Corporal Bob, warum? Ich weiß es nicht, war vielleicht so ein seltener Gegner. Das kann sein. Da gibt's hier nicht so legendäre. Das muss er einfach zur Kenntnis nehmen. Die kann er nicht übersehen. Endlich wird er mich bemerken. Brandschutzverstoß. Blumen versperren den Weg ins Büro. Blumen müssen aus Brandschutzgründen verbrannt werden. Was? Das macht Sinn. Verbrannt werden. Hast du eine Feuerwaffe? Warte mal, ja. Ich hatte irgendwo auch eine. Ach, du hast ja, schon ausgerüstet. Nevermind, die zählt nicht. Aber ich hab trotzdem eine. Ja, ich hab auch eine. So eine Bullshit-Waffe. Also gut, wer zur Hölle verschandelt hier meine Station? Vortreten! Ich, Sir? Professor Nakayama! Ich bin der Genetik...
Ja, ja, scheißegal. Du nervst mit deiner komischen Kacke hier, Naki Lama. Hör auf damit oder ich stopf dich in einen Waffenwandler. Blöder Wichser. Hast du das gehört? Er hat meinen Namen fast richtig ausgesprochen. Das bedeutet, er liebt mich. Komm zurück, wir haben es geschafft. Und auch sonst ist alles gut bei ihm. Warum haben wir eigentlich eine Missionswaffe? Hast du auch so eine komische Missionswaffe bei dir? Welche denn? Ich hab so eine Pistole. Aegis Expeditius Aegis. Hocheffektiv gegen gegen. Oder die haben wir bekommen, falls man keine Feuerwaffe hat, damit man die Mission abschließen kann. Mit dem Blumenverbrennen. Also ich hab nicht so eine. Komisch. Ich hab die im Inventar. Fuck, das ist der falsche Weg. Rückzug. Das müssen wir noch bei Nakayama abgeben und ich glaube, dann haben wir sogar alles. Okay. So. Warte, wo ging es zu dem Typen rein? Man sieht sich, du verfluchtes Arschloch. Ah, fuck. Ich hab die immer noch ausgerüstet. War das hier? Weißt du noch, wo es zu dem reinging? Nee. Das ist gut. Leider. Ah, ich glaube, das war hier. Ich find's cool, die platzen alle so. Oh, das war dicke drin. Den Bereich haben wir jetzt auch wow. Schon 10-mal gesäubert. Erstbest, schirme mich ab. Bumm. Hey, der ist da. Oh, da ist noch einer. Hilfe, er steht in mir. Das Schild nervt. Bäm. Haben wir das. So, wo waren wir stehen geblieben? Aua. Was nicht hier irgendwo? Das war irgend so eine Tür mit einem Hebel. Nee. Ja. Oder doch? Hier? Liegt so ein toter Typ. Nö, die Tür war es nicht. Müssen wir diesen Zwischenbereich da. Ah, ich sehe es, wir hätten hier überhaupt nicht hingemusst. Oh Mann. Ah, läuft bei uns. Ja, was verbunkert sich der Typ auch in der hintersten Ecke? Ja, egal, ein bisschen Erfahrung, Bonuserfahrung hier. Ja. Ja, ich brauche noch 2 Level für meinen ultimativen Skill, also für den untersten. Ja, ich auch. Aber also 3 dann noch, oder? Plus dann, oder? Nee, ich brauche mit dem. Also wird das Level noch und beim nächsten kann ich den dann skillen. Ja, bei mir dann auch so sagen. Nakayama, hi. Ja, stimmt. Das Ausmaß von Professor Nakayamas Hingabe ist wirklich verblüffend. Ich habe es geschafft! Jack und ich werden bis ans Ende unserer Tage zusammen glücklich sein! Du tust mir echt leid. Ich finde ihn einfach nur erbärmlich. Erledige Mac. Eins ist sicher, nachher bist du viel schlanker. Vielleicht habe ich ein kleines genetisches Monster erschaffen, das jetzt in der Müllpresse haust. Könnte auch sein, dass es sich von Abfällen ernährt, heranwächst und irgendwann alle umbringt. Kümmerst du dich darum? Nö. Betritt die Müllpresse. Oh, 45 Sekunden? Was? Das ist eine Zeitquest. Nicht eine Sidequest, sondern eine Zeitquest. Zeit-Zeit-Quest. Eine Zeit-Zeit-Quest. Einmal in die Müllpresse. Was machst du eigentlich immer? Stehst hier so rum? Ich will mein Leben. Na, ich hab gerade gekratzt. Genüsslich an meinen Rücken. Bin enttäuscht. Ja, ich muss jetzt. War unerträglich. Kannst du nicht deine komischen Roboter sagen, die sollen dich am Rücken kratzen? Ja, stimmt, war ich nächstes Mal. Nicht gut trainiert, die Dinger.
Ja, die haben so keine Hände, das ist ein Problem. Ja, mit dem Laser. Sorry, ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe den stündlichen Pressvorgang abgeschaltet. Solange keiner neuen Müll reinwirft, solltest du keine Probleme haben. Okay, hier waren wir sogar schon mal drin. Alle Spieler erforderlich, okay. Ups, hey. Tschüss. Bist du gefallen? Ja, ich hätte gefallen. Dich vielleicht warnen sollen. Da ist es! Töte es! Holy shit. Mac. Oh. Ich glaube, ich verstehe die Referenz. Guck dir mal den Hut an. Dammit, Mac. Ja, doch, ja, stimmt. Oh Gott sei Dank, ich hatte solche Angst um dich. Ich bin so extrem mitfühlend. Das hat schon Superheldenformat. Aber egal, komm einfach zurück. Ich öffne die Tür für dich. Und warum hatten wir jetzt nur, steht da, Flieh aus der Müllpresse? Warum haben wir dafür jetzt 45 Sekunden Zeit nur? Weiß ich nicht. Du bist im Waffenladen? Jack hätte bestimmt nichts dagegen, wenn du dir ein bisschen Ausrüstung schnappst. Du hast es dir verdient und er mag uns beide wirklich. Also. Wir würden uns so oder so bedienen. Eben. Aber irgendwie ziemlich geiler Scheiß ist hier auch nicht drin. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Ne. Wofür hatten wir jetzt 45 Sekunden Zeit? Ich versteh's nicht. Verstanden. Auch nicht. Ah, Family Guy lässt grüßen, ne? Ja. Ah, das war geil. Dammit, Mac! So. Ach, jetzt sind die hier wieder respawned. Hast du alles erledigt? Hast du alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Ist einfach tot. Ich sollte mich weniger darauf konzentrieren, die Explosionsfässer hinter dir kaputt zu schießen, als mehr darauf, die Gegner zu töten. Ja. Ich bin's, Athena. Wer ist da? Es hätte auch jemand sein können, der uns umgebracht hat und einen Sprachlog abspielt. Hast du mal daran gedacht? Oh, scheiße. Geh zurück zu Professor Nakayama und rede mit ihm. Du hast da einen Fleck an deinem... Ja, genau da. Ist gut, hast ihn erwischt. Tut mir leid, dass ich dich fast umgebracht hätte. Sind wir noch Freunde? Nein. Wir waren nie Freunde. Du hast schon wieder irgendwelche Gegner getriggert, gib's zu. So. Ja, ich bin ein bisschen falsch gelaufen. Ja, dann müssen wir jetzt noch zurück zu Jacks Büro. Und ich glaube, dann können wir sogar mal ein bisschen eher als sonst Folgenpause machen. Und ja, uns nächstes Mal darum kümmern, mit der Hauptmission weiterzumachen. Dann haben wir es schön getrennt. Allerdings können wir noch in Jacks Büro zurückgehen. Mach mal. Beziehungsweise, warte, wo ist denn Jacks Büro? Gibt's nicht mit Reise? Ja, warte. Aus irgendeinem Grund haben wir schon einen Questpunkt dabei. Oder Jack hat noch eine Nebenquest. Und die Hauptquest hat sich von alleine aktualisiert, das kann auch sein. Lass mal eben zu Jacks Büro gehen und gucken. Ja, machen wir. Machen wir. Bumm. So. Schnellreise. Nice. Oh, ich glaube, da war noch ein Kammersymbol. Das müssen wir gleich mal gucken. So. Ja, tatsächlich, Jack hat noch eine Nebenquest. Ich dachte, das wäre die Hauptquest. Dieses Gemälde macht mich voll tiefgründig und so. Dieses Gemälde ist ultra hässlich. Guck mal, ich glaube, das im Hintergrund sind wir. Da, diese Typen auf dem Auto, das sind wir. Wie wir gerade wieder irgendwo in den Graben fahren. Ruhe. Jack! Hey, mein Lieblingskammerjäger. Ich habe einen kleinen Job für dich. Endlosschleife. Eine echte Odyssee erwartet dich auf der Suche nach noch besseren Waffen. Oh, das klingt interessant.
Ich habe bei der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung ein paar super coole experimentelle Waffen für euch angefordert. Aber die meinen, ihr Computersystem hätte eine Störung. Willst du dir das mal ansehen? Also, wenn es darum geht... Warte, wie heißt das? Ich glaube, das hatten wir nämlich schon. Ja, irgend so ein Kerl Teil 1. Das haben wir schon zweimal gehört. Das liegt ja irgendwie immer. Musst du aufpassen. Da bin ich auch schon drauf reingefallen. Aber wir können, glaube ich, Folgenpause machen an dieser Stelle und holen uns die super tollen neuen Waffen nächste Folge. Ich hoffe, sie sind super toll. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.